bin ich schon. Zwar viel zu spät und eigentlich mit dem komplett falschen Equipment. Hallo Kilian Schnitzel. Heute ist mich eigentlich reaktionslos, ist mir gerade gefallen. Das heißt, ich muss jetzt das ganze Ding anbauen. Eine Kamera reinbauen. Ich muss jetzt meine Schraube aufdrehen. Jetzt die Kamera aufbauen, das ganze Equipment dazu. Mann. Scheiße. Habe ich vergessen. Und hier die Flaschen. So. Eine Kamera festschrauben. Nein, du sollst dich nicht so biegen. So. Sehr gut im Equipment aufbauen. Ich merke das schon. Der richtige Tag dafür. Da kommt heute wahrscheinlich sowieso nicht. Die haben nämlich ein Problem halt mit dem Science-Server. Das ist gestern. Genau, aber sagt heute Nacht haben die ein Problem. Da muss er sich sein Server hängen mit dem seinen Kollegen, der eigentlich hinkriegt. So. Viel besser kriege ich es jetzt. Schon. Wird schon schief gehen. So, jetzt brauche ich Kabel, unterschiedliche, ein Strom. Jetzt als wieder die Monitor deswegen. Zack. Nummer 1 ist gelegt. Ich baue es auch diesmal komplett falsch auf, fällt mir gerade mal auf, aber egal. Normalerweise baue ich es andersherum auf. Liegt das jetzt noch da drin, das Kabel, oder wo habe ich das hingeschmissen? Da ist es nicht. Da ist es auch nicht. Ich bin verdammtes Genie, ich lege mein eigenes Zeug durch die Gegend. Das liegt mal an die Seite. Wo ist es denn? Wo ist denn das Zeug? Das ist der Nachteil, wenn man sein Zimmer nicht aufräumt. Da ist das Kabel, oder? Ja. Jetzt fehlt noch der USB-Stick. Wo habe ich den hingeschmissen? Manometer. Genial mal wieder. Drin, wo ist jetzt nur der USB-Stick? Nur noch der fehlt. Ne, liegt er nicht. Liegt er noch hier drin? Ja. Sag die Kirche. Schön aus. Wo ist die? Ich muss mir eine neue Capture-Card kaufen, Leute. Also bestellen. Wenn meine aktuelle einfach. Das heißt Scheiße. Scheiße ist vielleicht übertrieben. Aber die Capture Card sagt mir für das was. Was ich gern vorhätte. Ich glaube, es funktioniert auch mit dieser Kamerahalterung. Die sind ein bisschen umgebrochen. Nicht wechseln. So. Wenn das ein Download noch was im Hintergrund. Also ist fertig gedownloadet, dann will ich das mal rüberschieben.
cool. Braucht nur 20 Minuten, bis es auf deinem anderen Gerät ist. Übers Netzwerk. Schick, schick. Leute, ich weiß, wie man Sachen macht. Soll ich nochmal kurz zur Hype gehen? Der Lange ist guten Tag. Wie geht's dem Hype? Ich wechsle. Wieso höre ich Hype nicht? Weil Hype immer noch ist. Ich nicht. Muss wahrscheinlich wieder irgendwelche Lautsprecher sind da. Ach, jetzt. Hype, dein Audio passt schon. Ich höre dich bloß nicht. Nicht wechseln. Was? Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Nicht wechseln, hab ich gesagt. Boah, ich nehme neue Capture-Card. Was willst du, Digga? Ich meine, bestimmt. Ich nicht. Wo ist mein Audio? Keine Audio. Aber passt doch. Hat dann wieder nur wieder bei OBS rumgefuchtelt, wahrscheinlich. OBS. Ja, wie immer halt. Ich höre nichts. Obwohl ich eigentlich hören sollte. Hype? Hörst du mich? Ja. Ganz schwach. Ich glaube nicht, das ist gut. Vor allem bei mir passt alles angeblich. Und Musik höre ich ja, ich höre nur noch Hype nicht. Oder? Keine Ahnung, was ist. Jetzt höre ich Hype. Jetzt ja, ich bin mir das Mikrofon gegangen. Aber ich höre dich trotzdem sehr leise. Ist es so besser, Hype? Oh, jetzt ist es viel besser. Ja, ich habe die Kamera angebaut und die sitzt genau da. Und du weißt ja, wo meine Kamera mehr oder weniger sitzt. Da, wo der Mikrofon noch ist. Ja. Ich brauche eine neue Capture-Card. Muss ich mir bestellen. Irgendwann, wenn ich mal Zeit habe. Eigentlich habe ich immer Zeit. Soll ich mir echt mal bestellen demnächst. Brauche eine neue. Ja, ich will demnächst von meinem Raspberry Pi auszocken. Da kann ich, kannst nennen. Einen Wii und Nintendo DS Emulator reinsetzen. Ist halt fr- dann hast du halt da ein Bild und kannst gleichzeitig zocken und alle freuen sich. Weil mit dem 3DS kann man anscheinend nicht streamen, außer über eine Capture Card, die halt 200 Euro kostet, wenn du so viel Geld übrig hast dafür, wow. Sowas. Da kannst du dir besser einen Nintendo New kaufen. Ein bisschen so shit. Da kannst du dir besser einen Nintendo New kaufen für 200 Euro, wenn du es irgendwo bekommst. Wieso funktioniert das denn schon mal wieder nicht? Ich sag doch, ey, das ganze Konstrukt, was ich hab da, für die Scheiße, wenn man das einmal abbaut, ich hab das jetzt einmal abgebaut, weil es mir immer auf den Senkel geht, auf einmal funktioniert nichts mehr. Die Kamera ist anscheinend nicht mehr verbunden. Ich hasse es. Einfach nicht anfassen, das Zeug. Das ist immer das Beste. Weißt du, die Capture Card erkennt es, aber nicht, dass ich ein Ding gerettet habe. Meine Kamera ist. Cool, kommt immer noch nichts rein. Ich liebe es. Hype, wie läuft's denn mit eurem Server? Habt ihr Spaß? Ich weiß nicht, glaube ich, von Lukas, ehrlich gesagt. Ich, soweit ich weiß, ist Lukas ja auch im Urlaub noch. Ja, ich weiß. Aber sonst hat sich der Digga. Wieso? Ich wollte gerade eben meinen Downloads mal durchchecken. Aber das wird, glaube ich, schwierig. Wieso funktioniert denn das nicht? Weil. Mitnehmen ist dann der Digga. Das ist Download. Hier, World One. Das ist, glaube ich, die. Das heißt, jetzt muss jetzt nur kurz eine Art eines Server created werden. Checkt, was auch denn abgeht. Was ist bei dir in dem Stream aktiv los? Ich kann ja nichts machen. Weißt du, ich sitze da und versuche eine Kamera zu fixen. Okay. Ist auch geil, das Hobby. Krieg nicht mal die Kamera aus. Selbst dafür bin ich zu blöd. Obwohl, das nur eine scheiß einfache Action-Cam ist. Ich muss mir irgendwie gefühlt die Hälfte meines Equipments mal wieder neu kaufen. Ich brauche eine neue Kamera, ich brauche ein neues Capture-Karte.
Ich will mir keine neue Kamera kaufen. Brauche ich die nur alle dreimal. Oh, jetzt funktioniert sie. Gott sei es gepfiffen. So. Weil ich bin so krass, ich brauche den ganzen anderen Scheiß nicht. Weil ich habe damals für den Preis auch ein tatsächlich eine Kamera getestet und die war so schlecht, die Kamera. Richtig für den Arsch. Gut, jetzt hat er nicht mehr Silbe. Dass ich mich entschieden habe, tatsächlich meine Action-Cam von, die ich schon 3 Jahre hatte, da zu nehmen. Action-Cam von vor 3 Jahren, Digga. Junge, die reicht aus. Die macht bessere Qualität als der andere Scheiß. Ey, das wird heute ein richtig geiler Reaktionsstream, Exfriff. Ach, du machst einen Reaktionsstream? Ja, wenn ich irgendwann mal fertig bin heute. Oder auch nicht, vielleicht wird es heute auch mal ein Unterhaltungsstream. Ich muss morgen Reaktionsstream machen. Ich glaube, das mache ich sogar. Ich habe keinen Bock, da noch weiter rumzufummeln heute noch. Junge, als ob ich einen Adblocker drin habe. Ich habe immer Adblocker drin. Funktioniert auch bei Aternos, aber das Look ist immer so scheiße. Wenn ich ihn herschicke. Ich habe einen Adblocker und sie wäre so an Werbung bezahlt. Wir würden wirklich von einem Adblocker ausschalten. Ich weiß nicht, wie man das Adblocker ausschaltet, Mann. Sorry, Digga. Meistens gibt es da oben so ein kleines Kästchen. Ja. Ich wollte heute Minecraft mir auf meinen 3DS runterladen. Weißt du, was ich dabei festgestellt habe, Trauriges? Minecraft gab's nie für das 3DS. Nur für das 3DS New und ich kann kein Minecraft auf dem 3DS spielen. Jetzt bin ich sehr traurig. Dazu kann man kein originales Pac-Man auf dem 3DS spielen. Was soll denn die Scheiße eigentlich alles? Ach ja. Ja, dann machen wir heute halt mal ein bisschen was anderes im Stream. Keine Ahnung, was wir machen. War auf TikTok ja heute schon live. Landwirtschaftssimulator kann ich mir auch nicht downloaden. Das sind die Spiele, die ich jetzt brauche. Gerade downloade ich mir noch Super Mario Splash. Aber irgendwie, ihr findet die nicht. Er hat die anscheinend nicht. Alles klar. Man hört mal wieder mal keine Musik. Ja, jetzt wird das heute ein toller Stream. Ich freue mich drauf. Cool, jetzt kann ich die Webseite nicht empfangen. Jetzt hat er mir daraus 3 gemacht. Mario Land kenne ich nicht mal. Donkey Kong Land 3. Super Mario Land 2.6 Gold Coins. Was sind das denn für Spiele? Hype arbeitet immer noch. Und denkt sich, nein. Am Ende des Monats muss ich umziehen, ne? Zu Ding Exarathon oder Aternos oder wie die heißen. Yoshi's New Land, Super Mario Land, Mario Land, Skyland. Kann ich mir nicht den Landwirtschaftssimulator runterladen? Was Wichtiges. Das gibt's alles nicht. Games. China? Nee, wir nehmen Germany. Ich spiele so viel Yu-Gi-Oh! Boah, das Spiel ist aber auch riesig. Siebenundzwanzigtausend.
Lego Star Wars, das Erwachen der Macht, finde ich scheiße. Habe ich gespielt. Was ist das denn für ein Spiel? Ich spiele jetzt nur noch Nintendo 3DS, halt merkst du das? Der sich gerade die Haare schneiden lassen von seiner Schwester. Was ist das? Willst du mich verarschen? Ich sehe gerade, ich google dieses Spiel und ich denke mir nur Scheiße. Und das haben wir dann mal im Kinder gespielt. Ich hole mir Bibi Blocksberg, das große Hexenbesenrennen. Dazu hat halt kein Kommentar da, okay? Ich sage nichts dazu. Nein, 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 nein. Bibi und Tina, das Spiel zum Kinofilm. Oh, ich hole mir die drei Fragezeichen. Es gibt ernsthaft ein Spiel, die zu die Fragezeichen. Alles so in dem Spiel. Zum 3DS. Aber es sieht eher aus wie drei Fragezeichen Kids. Jagd nach dem Phantom. Ich glaube, das hole ich mir sogar, nur weil ich ein großer drei Fragezeichen Fan war als Kind. Okay, ich bin immer noch großer Fan, also ich finde es immer noch gut. Aber Lego Marvel Adventure, Lego Movie, Lego Batman, Lego Batman, Nintendo. Alles klar. Aber der Hobbit, den Hobbit werde ich spielen. Herr der Ringe eigentlich auch. Herr der Ringe sind immer gute Spiele. Alp, stell dir vor, du hast als Kind ein 3DS oder so und dann schenkt dir jemand Poto Zauber 3D. Oder so. Ich wette mit dir, dass so eine Bildbearbeitungs-App und da warst als Kind dann richtig glücklich, wenn du so ein Ding hattest. Scheiße, er findet die ganzen Seiten nicht mehr. Aber steht drunter Physical Release Only, das heißt, es gibt's gar nicht. Scheiße. Kann mir nicht Herr der Ringe drunter unterladen. Nehme ich zumindest mal an. So würde ich daraus interpretieren. Aber der Shop ist irgendwie auch verbuggt, wo ich mir die ganzen Spiele hole. Achtung Leute, nicht nachmachen. Was ich mache, ist zum gewissen Punkt illegal. Obwohl ich ganz offen der Meinung bin, kann mich mal Nintendo am Arsch lecken. Und meine Seite ist abgestürzt. Aber halt, sind wir doch mal ganz ehrlich, ich kann nicht noch Nintendo. Wenn Nintendo den Support einstellt für Nintendo 3DS, kannst du doch machen, was du willst damit, oder? Nach deiner Ansicht. Okay. Krass, der Server ist abgeschmiert von denen. Beste Server, Digga. Schmiert einfach ab. Ja, Roller. Kann mal ein paar Spielen passieren. Error 0404. Naja, die haben, glaube ich, 2 Terabyte an Spielen auf ihrem Server, die du downloaden kannst. Und wenn du die downloadest, verbrauchst du Brandbreite und. Dann kann der Server schon mal down gehen. Und ich kann den Online-Store nicht nutzen, der auf Nintendo ist. Das ist scheiße von denen. Und die anderen sind scheiße. Der ist der Einzige, der jetzt so irgendwas taucht. Außer ich will DS-Spiele spielen. Ich weiß gar nicht, was es an DS-Spiele so gab. Krasse. Bloodstone gab's. Es gab Nintendo DS, Mario Kart DS gab's auf jeden Fall. Und gerade eben versuche ich mir zu installieren, Super Smash Bros. Aber DS-Spiele, ich kenne kein krasses DS-Spiel, bin ich ganz ehrlich. Also wirklich nur DS. Aber Hype, hast du ein DS mal gespielt als Kind? DS habe ich schon gespielt, ja. Bei mir, ich fand immer DS, da war ich schon wieder mehr raus als drin. DS. Ich war eher in der 3DS-Szene dann doch unterwegs und da aufwärts. Ich war normal DS eigentlich. Diese größeren Modelle von DS. Ich habe dieses... Nintendo 64 ist auch geil. Aber Nintendo 64 hat auch nicht so viel. Also... Sagen wir es mal so, ich habe in gewisser Weise an meinem Nintendo rumgespielt, wir werden da nicht weiter drauf eingehen, aber jetzt kann ich damit auch 64 Spiele spielen und Game Boy Spiele.
Da hast du echt alles erreicht. Ach, Junge. Wie viel hast du geändert, Lars, ja? Nein. Du musst dir vorstellen, du änderst das Betriebssystem, hast ein offenes Betriebssystem. Und dann kannst du Emulatoren auch auf deinem Nintendo theoretisch installieren. Und damit ist halt alles möglich. Oi, geil, es gibt Baby Blocksberg. Das will ich haben. Das Gistola Hexenbuch. Was? Hype, ich hab das für dich gefunden. Bibi und Tina, Jump and Ride. Richtig. Was gibt's denn? Brain Mine, aber das sind diese scheiß Dinger-Spiele. Bigfoot. Ich glaube, es gab gar nicht so viele Sachen, ne? Von DS, krasse. Kann sein. Das sieht übrigens auch immer aus wie die seriösesten Seiten überhaupt und es ist viel schwerer zu installieren, DS-Spiele. Weil du brauchst jetzt einen Emulator. Es gab Call of Duty? Auf dem DS? Modern Warfare? Anscheinend. Germany. Gibt's sogar. Könnte ich mir installieren. Ich weiß ja nicht. Aber da gibt's keine Server mehr, zu wahrscheinlich überhaupt keine mehr. Wieso ist denn das Internet so langsam? Erklär mir das doch mal halb. Ich mach nix. Ja, keine Ahnung, kann ich dir nicht erklären, Digga. Ich streame. Das ist wirklich... Ich hol mir vielleicht Call of Duty. Aber es gibt auch Call of Duty 4 für die DS. Das ist krass. Ich bin noch nicht mal bei den Mario-Spielen gewesen. Und du kannst ein Cars-Spiel spielen, falls du Bock hast. Ich bin bei C, ich bin ja noch ganz weit oben. Christmas Carol. Das hört sich irgendwie, ja. Vielleicht gibt es auch noch einen Cookie-Clicker irgendwo. Die andere Seite ist jetzt abgestürzt. Läuft die jetzt wieder? Oder ist die noch nicht gefixt? Halb die Seite wurde gedost. Kein Wunder, dass die dann abschmiert. Warte mal, ich wollte... haben die denn The Lord of the Rings? Ja, haben sie. Ja, haben sie. Oder? Ich glaube schon. Ist aber, glaube ich, schwieriger dran zu kommen. Weil angeblich gab es den nie im Online-Store. Was wollte ich noch spielen? Weiß gar nicht mehr. War echt so viel Yu-Gi-Oh! Auf dem Ding drauf? Hatte ich gar nicht mehr so groß in Erinnerung. Gut, ich spiele auch sehr viel Pokémon auf dem Ding einfach nur. Mario Kart 7 habe ich selbst. Four Elements, das hört sich wieder richtig beschissen an, der Spielrutsklogen. Für Fortnite. Fortnite gab's da nicht. Oh, ich kann The Sims 3 spielen, halt, das ist der richtige Moment. Oh, Wings Club, ja! Cat and Dog, Pets, Lego Friends, das ist auch das Richtige für mich. Gab nicht auch Harry Potter oder so? Hey, gibt's doch Wintersports? Ich habe gestern nach Wintersports geschaut. Nö, gibt's nicht. Aber es gibt gar nicht so viel krasse Spiele. Natürlich, die ganzen Pokémon- und Super Mario-Spiele sind ja klar. Papa Mario, hört sich doch geil an. Aber das 3DS hat mich, glaube ich, am stärksten geprägt von allen Konsolen. Halb, würdest du sagen, 3DS oder DS hat dich geprägt? Yes. Echt? Yes. Da konntest du vor keine 3DS-Spiele drin spielen, ne? Yes. Ich hatte nur DS. Oh. Ich hatte auch nur das DS. Aber ja, du musst dir vorstellen, in der Grundschule bist du immer zu einem Freund gegangen, der hatte 3 oder 4 3DS und einen DS, da hast du dann immer gezockt.
Hier, Lego Hobbit. Den wollte ich noch spielen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Lego-Spiele so geil sind. Ich hatte Lego Pirates of the Caribbean damals. Das habe ich sehr gesuchtet, Mann. Habe ich sogar noch, ja. Sehr gefreut, das Spiel damals. Lego Pirates of the Caribbean. Ich habe mir extra welche gekauft, 3DS-Spiel jetzt. Aber gut, das ist kein herausgegebenes Geld. Das kannst du ja wieder reinholen, so ist es nicht. Die sind ja wertvoll, die Spiele und alles. Deswegen, ich hole mir noch Spiele. Also, Hype, ich muss mir noch wie viele Spiele holen? Wie viele Fächer habe ich noch frei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 Spiele passen, glaube ich, noch rein, grob. Und die mache ich noch voll. Oder, also, ich habe mir gerade gewundert, was Luke meinte mit, er hat gebaut. Ja, er hat gebaut, Junge, aber was zum Fick hat er da gemacht, Alter? Was hast du gebaut? Ich hab's gefunden. Ich habe einen Farm Simulator 18 gefunden fürs Nintendo. Das ist der richtige Moment. Was hat Luca hier gebaut, Junge? Mit Drying Obsidian und Obsidian so die Bist du auf meinem Server oder auf deinem? Nein, auf meinem Server. Ich hab schon gedacht, ich hab da nicht gehofft, dass er nichts bei mir kaputt gemacht hat. Aber bei mir geht keiner drauf. Deswegen wechseln wir auch zu deinem Ding-Anbieter. Aber ich würde mir dann überlegen, ob ich da. Kannst du die Update-Anzahl einstellen? Also wie viel am Tag. Wie viel er ja speichern soll? Du kannst halt angeben, wie viele Backups er macht. Ja, kannst du schon machen. Ja, weil ich würde halt 7 Tage immer speichern, am Wochenende einmal festspeichern. Lass. Er created nur Backups, automatische Backups created er nur, wenn der Server offline geht. Das muss ja. Denken. Kannst du keine Automatik einbauen, ausschalten von 0 Uhr? Backup reinschneißen und dann anschalten. Kannst du das nicht machen? Kann man, glaube ich. Bin mir aber unsicher. Außerdem mache ich es immer um 0 Uhr oder 2 Uhr nachts. Da ist es unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf solche Server joint. Könntest du es ja nicht machen, weiß ich gerade nicht, warum nicht. Weil bei mir kann man es machen, bei jetzigem Anbieter, aber den wechseln wir ja, weil er teurer ist. Und wenn du mir überlegst, ich bin ja dann auch arbeiten ab nächsten Monat. Wer sagt übernächsten? Da lohnt es sich ja auch gar nicht mehr. Weil dann ist der Server so gut wie gar nicht mehr in Benutzung. Der steht dann zwar noch. Aber keine Ahnung, wir werden ja sehen, wie viel uns am Ende des Monats kostet. Ey, dann darf ich mit denen schreiben, dass ich eine Rechnung ja geschickt bekomme, weil ich brauche doch Rechnungen, um das Ganze einzureichen und abzusetzen. Oh, es ist fertig gedownloadet. Jetzt muss ich mal gucken, ob es Super Smash Mario geht. Auf dem Nintendo. Da ist der Home-Button. Da rein. Okay. Aber krass, was es alles gibt an Spielen. Ich spiele den Farming Simulator 18. Da bin ich drin. Aber weißt du, was wir heute gefunden haben? Ich habe heute mal einfach, da gibt es so einen Zufallsgenerator. Und da gab es irgendein Spiel, so ähnlich wie Minecraft. It's no joke. Und dann habe ich gegoogelt, gibt es denn Minecraft fürs 3DS? Gibt's, aber nur für die New-Variante. Und da ich ja eine Old-Variante habe. Also, ich glaube, ein 2DS New kostet auch nur 200 Euro ungemottet. Aber ich würde es halt wieder modden. Meine Totemkiste haben sie nicht gefunden. Bin ich gerade im Subjektiv. Ja, meine Totemkiste. Warte mal, ich wollte mal gucken. Wie viel kostet jetzt ein Nintendo? Nintendo 2 New. Ja, okay, die haben alles andere im Chat gefunden. Die haben meine Treppe alles gefunden. Ja. Die haben alles aufgesprengt. Oh, halb. Das hat alles durchgesprengt. Geh nicht weinen, alles ist gut. Das ist überhaupt eine Flasche, das hat noch mal. Es hat so die Brutalität, Mann. Ich teste gerade dieses eine World aus. Die haben doch den gesamten Baum, Junge. Du musst dir vorstellen, den gesamten Baum. Diesen Riesenbaum, alles weggesprengt. Ja, das ist die Frage, willst du komplett kopieren oder machst du eine Teilkopie? Es gibt irgendwie auch eine Möglichkeit, aus mehreren Welten zusammenzusetzen, eine, oder? Nee, der Point ist auf jeden Fall, ich habe jetzt eine alte Welt, die hole ich mir gerade durch, der war 2022. Ich weiß nicht, wie viel verloren geht mit der, aber es ist auf jeden Fall besser, dass die Hauptstadt noch wieder halbwegs steht, als sie jetzt gerade ist. Ich weiß nicht, was darauf alles drauf ist. Im Sinne von halt mein automatisches Zielsystem, mein Lager etc. pp. Kann eventuell einiges gelöscht werden oder halt auch wieder erstellt werden oder whatever. Aber ja, muss man halt einfach gucken, weil die haben halt fast jedes Haus, jedes GS gegrieft. Ich schaue gerade nach einem Nintendo New 2DS. Da den Wald angezündet.
Da muss ich echt sagen, habe ich meins sehr richtig billig gekauft. Das Schloss haben sie in Ruhe gelassen. Ja. Und da unten im Schloss haben sie in Ruhe gelassen. Die Arena haben sie angezündet, das Haus, die Kirche haben sie in Ruhe gelassen, aber das Stadtschloss haben sie angehört. Ich muss mir eigentlich noch so ein Ding kaufen, Leute. Ich brauche noch so ein New 3DS. Digga, ich habe das so viel halt einfach nicht schon gebaut. Das ist so scheiße. Alf, glaubst du, 200 Euro ist viel für eine neue Konsole? Ich überlege mir noch irgendwann, mir ein New 3DS zu kaufen, weil dann kann ich auch streamen übers 3DS. Ich glaube, selbst dieses einzelne Haus in die Luft gehen. Also habe ich die ganze Welt abgeflogen, habe alles ausgeschaut, alles ausgeschaut. Alp. So. Wieso lässt du auch denjenigen Idioten auf deinen Server? Digga, das Ding war, das waren zwei ungebannte, also zwei gewaltrüstete. Und der eine, der Evelia, das war ein Veteran-Player, der hatte OP-Rechte noch mit, also von damals noch. Und ich habe mit dem geschrieben, gestern auf die Sieben, hat der Typ gemeint, so ja, er hat Verbot, der Original-Player, und hat es jetzt eben ihn als irgendeinen Kumpel, mit dem ich geschrieben habe, weitergegeben. Und das heißt, der Kumpel hat einfach im Endeffekt seine Rechte, seinen MC-Account abused. Und diesen Shit gemacht. Der hat ja echt alle besteuert. Der hatte halt einfach, der hatte OP-Rechte, der Account, und der hatte den Account da rein, alles, die ganzen Account-Daten bekommen. Und hat die jetzt einfach hier abused mit dem Bola 69. Der wahrscheinlich einfach full creative durchgezogen. So sieht es auch aus, weil da viel zu viel TNT gespendet wurde. Es wurde einfach so viel TNT gespendet. Stark benutzt! Einzelne Kraten, etc. Ich muss mir echt nochmal ein neues Nintendo kaufen. Die sind gar nicht so teuer. Habt ihr gut gemacht. Alp, du sparst 66% gegenüber Neuware. Es gibt ja keine Neuware aktuell davon. Werden ja alle nicht mehr produziert. Niemand produziert mehr Nintendos. Ist ja alles nicht mehr genutzt. Kauft ja keiner mehr. Wird jetzt noch gekauft. Aber ich weiß nicht. Ich brauche eigentlich nochmal so einen Teil. Ich habe jetzt ein 3DS XL, aber das 3DS XL reicht mir nicht aus. Auf der Begründung, das kannst du ja nicht so gut modden. Du hast doch ein paar Vorteile mit dem U. Aber 200 Euro nochmal in so ein Ding rein zu investieren, ist schon viel Geld, ne? Vor allem, du kannst es nur über Käufer kaufen, dann kannst du es nicht testen. Aber ich würde mir, wenn dann, ein 3DS kaufen, nicht so ein Plastikbomber. Ich habe schon mit Lukas letztens drüber gesprochen, der hat ein 2DS XL und der ist offen, der ist unzufrieden damit. Weil das eher so ein Plastikbomber ist. Und die 3DSs haben ein bisschen bessere Qualität von der Verarbeitung. Für 178 geht das. Vor allem, ich glaube, Lukas kann sein Nintendo, glaube ich, für über 200 verkaufen, Leute. Ich glaube, ich kann meins für 180 oder so jetzt verkaufen, wo es gemoddet ist. Das ist schon krass. Aber Rebuys ist eigentlich, muss ich mir mal angucken. Ich würde mir halt kein 2DS kaufen. Oh, ich habe das, was er haben will. Gibt es aber nur wie neu und es kostet 372 Euro immer noch. Leute, das ist immer noch eine Menge Cash. Weil er will sich auf jeden Fall nochmal ein neues kaufen. Aber Rebuy ist, glaube ich, verhältnismäßig für Elektrosachen ziemlich gut.
Über die Hälfte ist geschafft zum Downloaden. Yay. Was glaubst du, wie lange ich sitze, um den Server umzuziehen? Da sitze ich über zwei Tage wahrscheinlich dran. Der Server geht dann 2 Tage offline. Oh Mann. Ich muss mir erstmal wieder Geld verdienen, um mir so ein Ding zu kaufen können. Aber ich muss mir noch mal eins kaufen. Aber wenn ich mir überlege, du zahlst dafür jetzt 153 Euro. Ja, chillig. Vielleicht kriegt man irgendwo Rabatte am Black Friday, wenn man sich eins kauft. Aber es wäre noch ein Traum, ein New zu besitzen. Einfach auch nur dafür, dass ich euch streamen kann, weil auf dem New kann man streamen, auf dem Old geht's nicht. Aber das Old würde ich behalten, weil das Ding ist, wäre Geld Gold wert. Ich habe das für 80 Euro eingekauft, ich kann es jetzt schon für 180 fast verkaufen. 100 Euro Gewinn. Das ist eins der wenigen Sachen, die wirklich Gewinn abliefern, Leute, auf lange Frist. Obwohl, man muss schon sagen, Nintendo ist eine Ausnahme, ne? Ich glaube, PlayStation und Xbox ist nicht mal so ansatzweise so extrem wie Nintendo, ne? Weil ich glaube, PlayStation 1 und PlayStation 2 werden gar nicht so hoch gehandelt. Ist auch gar nicht so verliebt, Leute, drin wie in das Ding. Puzzleminer Gym. Ja, das brauche ich. Star Fox. Mario und Luigi. Ja, weißt du, ich habe schon gerade Legends of Legends gesehen, aber steht Legends of Hero. Muss ich mal gucken. Echt zum Black Friday. Vielleicht kaufe ich mir noch mal eins. Eigentlich ist es keine Geldverschwendung. Alp, da hast du sicherlich auch schon mal mit der Switch gespielt, oder? Kommt nichts dazu. Ich hole mir auf jeden Fall noch mal eins. Ich werde mal es irgendwann holen. Leute, weil aktuell habe ich echt kein Geld für sowas. Ich weiß, dass mein Konto leer ist, weil ich nichts draufgelegt habe, weil ich alles im Bar rumfliegen habe, weil ich echt idiotisch bin. Ich kann auch mal wieder zur Bank gehen. Ja, Lego Harry Potter. Ich weiß gar nicht, ob die Harry Potter-Teile so gut waren im Lego. Brauche auf jeden Fall noch mal eins. Aber ich kann es mir aktuell halt einfach nicht leisten. Ich muss erstmal die anderen Sachen unter den Tisch kriegen. Aber ich glaube, ich werde es mir noch mal kaufen. Allerdings eher auf der Begründung ist es eine Geldanlage. Und vor allem, wenn ich es modde, kriegst du noch mehr Geld raus. Ein bisschen. Also du kannst den Preis natürlich noch ein bisschen drücken. Mache ich dann so wie beim 3DS, Leute.
Weil man meint, er ist old, Leute, es ist ein Krampf. Also, es gibt ein paar Methoden, die sind aber scheiße. Und es gibt ein paar Methoden, es gibt noch andere Methoden, die sind fast alle scheiße. Es gibt keine gute Methode wirklich. Und das New kannst du ganz gut umbauen. Was? Umbauen, die 3DS-Modelle. Außerdem vom New könnte ich dann endlich streamen. Das ist doch so ein Scheiß, wenn du dir überlegst, ein Teil der Software gibt es nur fürs New und der andere Teil gibt es nur fürs 3DS. Obwohl die alle dasselbe System nutzen. Aber ich werde mir noch mal eins kaufen irgendwann. Und dann bin ich auf einmal der größte Nintendo 3DS-Streamer. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Hype, ich glaube, das kommt echt gut an, Nintendo. Wird echt gut ankommen, die Spiele. Oh, ich einfach noch davon los, drin auf jeden Fall. Was ist denn Radiohammer? Was ist das denn für ein Spiel? Radiohammer Bilder. Ja, ich wusste ja, dass das Ganze schon ein bisschen bekloppt ist in Nintendo, aber dass es so bekloppt sein konnte. My Life on a Farm Hype, das ist das Spiel, was du spielen wirst. Das sagt der Frage. Findest du nicht gut? Halt's mal. SpongeBob Hero Pants. SpongeBob Hero Pants. What the fuck? Ach, das war mit dir. Mit wem? War alles richtig. Mir geht's gut. Ich hab mir eine neue Kaffeemühle gekauft. Jetzt kann ich wieder Kaffee trinken. Cool, kann Kaffee trinken. Also Mokka. Eigentlich würde ich hier Espresso machen. Was? Alles gut. Ich höre dich immer so schlecht. Ich weiß nicht, ob das an meiner Verbindung liegt oder an deiner. Ach, du bist ein ganz braver Mensch. Ich habe nicht gesagt, dass du zu fett bist für Kaffee. Von Kaffee wirst du nicht fett. Ich tue ja keinen Zucker rein, nichts. Okay. Ich trinke ja pur. Nur ich war bisher immer zu blöd. Also Mokka-Kannen sind scheiße. Bei mir ist da immer, wie nennt man das? Kaffeesatz drin gewesen bisher. Ja, okay, das ist eben noch. Kaffeesatz kannst du besser offen. Ja. Und du musst bei diesem Mokka-Kannen extremst aufpassen, weil du darfst das nicht festdrücken, sonst ist der Druck zu hoch. Und dann haut dir alles um die Ohren. Das ist eine eklige Angelegenheit. Also es ist schwierig, das Ganze passend hinzukriegen, sodass du glücklich bist am Ende. Das ist Übungssache. Es gibt sogar ein One Piece Ding. Wie groß ich teilweise. Ey, ich habe dreimal mit dem Ding Kaffee gekocht und ich hasse es immer noch. Weil immer noch leichter Kaffeesatz, aber heute war es am besten. Weil wenn du Mokka kochst, also für Espresso, nimmst du immer den feinsten gemahlenen Kaffee. Und selbst malen musst du eigentlich bei solchen Sachen, weil sonst schmeckt der einfach nicht. Weil wenn der schon rumsteht, verliert der an Geschmack und Stärke. Und ja. Ich nehme an, der war zu fein gemahlen, der kommt durch Sieb durch. Unter anderem. Ich glaube, ich muss ihn noch mal ein bisschen roher malen das nächste Mal. Aber ja. Asterix! Es gab ein Asterix-Spiel? Da bin ich dann wieder hellhörig. Und das Nintendo glüht heute, weil es nonstop Spiele runterlädt aus dem Internet. Ist eine gute Idee, oder? Nur Bilder sehen. War das fresh oder sah das scheiße aus? Oh, das sieht geil aus. Das spiele ich. Halb, warst du Asterix oder Lucky Luke Fan? Hat's wieder nicht mitbekommen, wie immer. Wisst ihr, Halb ist manchmal, wenn er so konzentriert ist, ist das gefühlt für mich wie ein Selbstgespräch hier. Man fragt ihn was und kriegt keine Antwort.
Ach ja. Soll ich dir noch was erzählen? Eine lustige Geschichte? Oh, was? Ich bin am 12. zu einem Geburtstag eingeladen. Was hast du schon erzählt? Du hast gesagt, zu welchem du gehen möchtest, tun solltest. Ich gehe zu dir. Also, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also geht darauf an, wenn ich dir eine die Fresse, Junge. Geht darauf an, wenn deiner vormittags oder nachmittags ist und vom anderen Kollegen abends, dann gehe ich auf beide. Also meine wird wahrscheinlich einfach nachmittags auf abends laufen. Ja, mal gucken. Und je nachdem kann ich ja noch zum anderen fahren. Obwohl, weißt du, das ist lustig, weil du wohnst von mir 45 Minuten weg, eher wahrscheinlich ein bisschen mehr als eine Stunde. Das heißt, Pi mal Daumen, wahrscheinlich 1,5 Stunden zu ihm fahren, wenn ich oben drüber fahren kann. Ist trotzdem scheiße. Und dann noch mitten in der Nacht irgendwo rumfahren, wo ich mich überhaupt nicht auskenne. Das ist mein Traum. Davon habe ich immer schon geträumt, Leute. Bestes Leben, Digga. Ach, lass mich das beste Leben. Außerdem ist das scheiße in gewisser Weise mal solche Geburtstage, weil der wird 18. Weil ich darf ja eh nichts trinken. Ich muss ja nüchtern bleiben, weil ich muss ja nach Hause. Irgendwie. Und Bahnfahren ist eh scheiße, da sind wir uns eigentlich vor allem dahin, wo ihr wohnt. Ihr wohnt ja auf irgendwelchen Käfern, in Anführungszeichen. Ist ja nicht böse gemeint. Nur da hinzukommen ist halt scheiße mit der Bahn. Da fährt, wenn du Glück hast, jede Stunde ein Bus oder eine Bahn. Und dann hast du schon viel Glück. Jede Stunde. Das ist, glaube ich, nicht bei jeder Stunde. Da hast du schon Glück, wenn du überhaupt irgendwie eventuell raus. Ja, so halt. Also es gibt Dörfer, da hält tatsächlich der Zug jede Stunde einmal gefühlt. Ungefähr. Manchmal auch jede zweite, aber das ist halt scheiße. Und vor allem abends fährt ja nichts mehr, da ist tot. Yep. Außerdem halt der Unterschied noch zwischen dir und ihm ist, wenn ich Pech habe, bin ich mit dem nächstes Jahr 12 Wochen in einer Klasse. Dich sehe ich nicht so häufig. Das kommt auch noch dazu. Oh, ich hab noch. Lego! Pirates of the Caribbean, ist der Videogame. Uiuiui. Ist gar nicht so groß, ist nur ein 1,5 GB. Muss ich mir das jetzt anschauen, ob das geil aussieht oder ob das scheiße aussieht. Ich habe eh viel zu viele Spiele drauf jetzt schon, das weiß ich jetzt schon. Obwohl, das sieht krass aus, das sieht gut aus. Hol ich mir auch. Und gleich lade ich alle Spiele nach einer Reihe runter und dann geht alles nicht mehr. Oh cool, das Update ist gleich fertig. Noch 12 Sekunden, mal gucken, ob es dann funktioniert. Dann lade ich mir die 3 Fragezeichen-Kids runter. Jagd auf des Phantoms. Hype, kannst du mir erklären, wie er sich das übersetzt hat? Die 3 Fragezeichen-Kids, Jagd auf das Phantom. Ich hätte lieber geschrieben, Jagd nach dem Phantom, oder? Das hört sich doch besser an. So, jetzt bin ich gespannt, ob es geschafft. Ein neues Geschenk ist da. Super Smash Bros. 3DS. Jetzt kann ich mich boxen gehen, wenn ich Bock habe. Ich schau jetzt. Ja, das ist ja das Spiel, wo du gegeneinander kämpfst. Der einzige Nachteil bei den 3DS-Spielen ist. Du konntest fast nie bei den meisten Spielen nicht. Ey, Lara, sagst du, ich habe das Gefühl, du bist so drauf. Du wirst so eine Übernachtungsbahn für Mädchen zum Smashen eingeladen und wundest dich, warum du keinen Nintendo Switch und Smash Bros. Auf dem Fernseher spielen hast. Hallo, das ist wichtiger. Wir haben darüber schon mal gesprochen, Hype, unter uns. Also. Frau kommt doch sowieso bei mir nicht rein, weil ich habe mich ja schon für den Sportwagen entschieden. Das haben wir doch schon mal besprochen. Ich glaube, ist der Sportwagen, den ich dir bezahlen soll, Digga, ganz richtig gut haben.
Sagen wir so, dass. So, kurze Frage. Nein, das soll der Chat davon. Das, was er gemacht hat, der schmeißige Geburtstag. Ja, du sparst doch für Sportwagen. Kannst du meinen doch auch mit bezahlen. Aber meiner ist billiger als deiner. Also aktuell, was ich gesehen habe. Ja, wir müssen kurz anmerken, das Auto, was ich habe, sieht halt noch schön aus. Und das gewinnt halt noch an Wert. Weil meins kommt auch, will ich aus meinem Geburtsjahr haben. Und das kostet 26.000 aktuell. Das ist zwar immer noch Schweinegeld und ich weiß, aber das könnte dann noch Geld abwingen und ist auf jeden Fall ein Verbrenner. Aber ich muss da locker, da musst du locker 36.000 wahrscheinlich investieren, ne? Wenn du es zur Werkstatt bringst und alles. Weil ich bin ja sehr unbegabt in solchen Sachen. Und ich muss es ja nochmal Ding machen lassen. Weil wenn du so ein Auto kaufst, ist es meistens beschädigt oder hat hier seine Macken und dort. Und das willst du ja dann einmal rausmachen lassen, bevor du es fährst. Und dann fahre ich sie gegen die Kante. Und dann ist das auch... Ich weiß auch gar nicht, was die Leute hatten an meinem Geburtstag. Die haben behauptet, sie würden sich unsicher fühlen, wenn sie mit mir fahren würden. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wieso. Ich bin ein guter und vorsichtiger Fahrer eigentlich. Ich habe nur einmal einen Unfall gebaut. Kleinen. Und man muss anmerken, es gab keinen Schaden für irgendjemand anderen, außer für uns. Du machst das richtig scheiße, wenn du selbst der Einzige bist, der am Auto einen Schaden hat. Obwohl, eigentlich ist es gut, weil die Versicherung so nicht aufgestuft wird. Mal gucken, wie lange die Spiele brauchen. Download. Weil der Shop funktioniert gerade nicht auf dem 3DS. Jetzt muss ich sie alle saunen und auf dem 3DS spielen. Das ist doch scheiße, Hype. Jetzt dauert das so lange. Kann ich auch unterlöschen. Ja, komm. Jetzt schaue ich immer noch dadurch die Spiele durch. Skater Cat Type, das ist das mein Spiel. Ich weiß gar nicht, was du hast. Nintendo 3DS war die beste Zeit, es war eine Baba-Zeit. Und ich muss sagen, allein weil Nintendo... Gut, das muss man aber Nintendo zugestehen. Die haben eine geile Zeit gemacht im Vergleich zu allen anderen. Liegt aber eher daran, dass sie halt Premium-Spiele hatten. Wieso braucht das unterste Spiel? Hype. Ein Spiel braucht 10 Stunden, das ist nicht mal eine Gigabyte-Datei. Leute, jetzt wisst ihr, wie schnell mein Internet ist. Hast du es eigentlich mitbekommen? Du kannst kein Angry Bird mehr auf dem Handy spielen, ne? Okay. Hm, haben sie gelöscht komplett. Außerdem ist es drauf, dann konntest du es noch spielen. Die Handys gehen nämlich gerade eben, die das drauf haben, für eine gewisse Summe Geld sehr gut über den Tisch. Ist eigentlich so traurig, wenn man sich überlebt, weil es war mal das bekannteste und beliebteste Handyspiel der Welt. Was? Reich erstmal sowas. Cool, das erste ist schon durch. Die drei Fragezeichen sind durch. So, ich bin gespannt, Digga, was jetzt kommt. Ah, es ist wieder da! Ich schaue einfach nur durch die Spielliste durch, was es überhaupt so Geiles gibt. Aber wenn ich mir schon anschaue, obwohl das hat 400... Das hat auch 400. Das ist das kleinste. Wieso ist Farming Simulator so klein? Klein, Mittel? Also 500 ist normal klein. Asterix und Obelix sind so klein? Über 1 Gigabyte ist riesig dann.
Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie schnell meins ist. Lass den Server einfach offen, ich installiere heute alles zu. Ist übrigens auch scheiße eigentlich. Weil eigentlich funktioniert der Online-Server, aber aktuell schmiert er halt immer ab. Und da kann man halt nichts machen. Auf Nintendo. Und du willst da nicht ins Internet gehen. Erstmal mit dem Nintendo auf Amazon shoppen gehen. Wie Spiele ich einfach gleich rüber kopieren werde. Aber Gott sei Dank ist die Karte groß genug. Aber ich sag's euch, ich werde mir nochmal ein Nintendo kaufen, New. Und dann nochmal cracken. Das darf ich zwar offen nicht sagen, offiziell. Offiziell habe ich das natürlich nie gemacht, Leute. Obwohl ich es eine Unverschämtheit finde, dass man das noch als illegal verkauft. Eigentlich müsste sowas legal sein, finde ich. Wieso sollte man nicht eine Konsole cracken dürfen, sobald der Service eh eingestellt worden ist vom Hersteller? Weil die Community macht häufig noch Updates und Support deswegen. Und das ist eigentlich ganz fresh, wenn du dir überlegst, dass du immer ein Upgrade-Date bekommst. Oder? Hast du Bock auf eine Runde Fast and the Furious? Aber wenn ich mir das so angucke, da habe ich gar keinen Bock, das Spiel zu spielen. Da bin ich dann wieder vorbei. Raus damit. Und das macht mir nur die Filme kaputt, obwohl ich die Filme machen sich schon selbst kaputt. Willst du eine Game Collection haben? Das ist doch nie im Leben eine Game Collection. Auf jeden Fall werde ich jetzt meine Ferien damit verbringen. Nintendo zu spielen. Oh, ich könnte Formel 1. Formel 1 hätte ich sogar Bock nochmal zu spielen. Ich habe es noch nie auf Nintendo gespielt. So, Bruder, jetzt schauen wir mal, was abgeht auf der Welt, die jetzt geuploadet haben. Okay. 45 Minuten. Oh shit, no. Ich glaub, wie alt? Was ist los? Es ist noch der alte Spawn. Der alte TP-Raum. Fuck. Ey, ich finde ihn noch gut. Alte Spawn. Ja, mit Amadeus. Aber haben wir die Trader schon? Ja, wir haben die Trading Tools. Perfect Hand mit Hand Shit haben wir schon drinnen. Wir haben noch den Quarzborn. Ja, ich lade mir das Spiel runter. Und dann halt hier noch die Eisen, ja, wo wir noch Eisenblöcke und etc. getradet haben auf die Enchanted. Nether. Oh mein Gott, nein. FIFA, nein. Nein. Heißt das jetzt nicht. Bitte sag mir nicht. Doch. Ich wollte einfach nur ja sagen. Nein, es ist noch mein alter Keller, oder? Stimmt, halb ist das. Halb ist gar nicht aufgefallen, dass ich seinen Keller, die hier im Rückwand rausgenommen habe. Und in die Kiste gelegt habe. Ich habe von deinem Folterkeller die Rückwand komplett abgebaut und dann in die Kiste gelegt. Oder der ganze Folterkeller ist überhaupt nicht gesprengt einfach. Aber ich habe hier noch mein. Also, oh mein Gott, es ist. Okay, ich wollte den Keller kinderfreundlicher. Es ist Nostalgie, meinen alten Keller zu sehen. Weil ich kann mich an jede einzelne Kiste so richtig geil erinnern. Jede geile Kiste, ja, Mann. Jetzt sind alle meine Items weg, Leute, die 30, die ich da besessen habe. Shut up. Das Backpack-Plugin funktioniert nicht mal. Lol. Ein altes Plugin funktioniert nicht mehr. Shit. Das ist halt eine Sau, Alter. Das ist 2022, Mann. Der größte Shit, dass halt alles nach dieser Welt passiert. Nein. Doch. Ich sollte vielleicht aufhören, so viele Spiele jetzt gleich raufzuziehen. Ich glaube, das würde das Nintendo zerstören. Oh, ich habe keine OP. Weil du auf einer neuen Welt bist, da hat man automatisch keinen neuen OP. Ja, selbst wenn man die Daten übernimmt von einer anderen. Du willst mich verarschen? Es gab doch kein Nintendo-Spiel, was ein YouTube hieß, oder? Was?
Es gab doch kein Spiel, was YouTube hieß. Keine Ahnung, was willst du sagen? Was ist jetzt noch? Was ist noch? Alter Stand. Was ist? Hier unten im Keller, was geht da ab? Es ist halt noch alles auf. Oh mein Gott, es ist noch alles so alt. Es hat nicht mal der Folterkeller existiert. Der war nicht mal gebaut damals noch. Scheiße. Also ich will mir das jetzt nicht runterladen. Es ist so fucking alt, diese Welt. Pac-Man! Die alte Welt wieder. Hier ist halt noch literally Edith ein altes Haus. Oh, shit. Aber halb, jetzt weißt du, wofür Backups sinnvoll sind. Aber warte mal, der Shop wurde schon gebaut. Also ist Lukas so. Ist Chaosgeist so lange schon da gewesen? Da ist Chaosgeist sein Shop mit dem C und das ist eine Datei aus 2022. Hier hat auch Lukas sein Shit gebaut. Wait. Ist es so lange? Murder on the Titanic, das ist ein geiler Titel. So lange her die Zeit? Also die Zeit wird ja richtig da mehr auf dem Google. Aber Olaf gab's schon, cool. 4 Minuten braucht es anspielen. Das längste braucht noch 28. Barbie and Her Sister, das ist das Spiel für Hype, hab ich schon gesagt. Den Witz kann ich nicht nochmal bringen. Dann ist das alte Haus von Luca. Das ist noch das alte, genau, das ist noch das alte Geist von Luca. Oh mein Gott. Nein, diese Welt können wir auch überhaupt gar nicht spielen. Da wird noch neuer Band gefühlt besser sein. Ja, dafür gefühlt keiner mehr was, wenn ihr online kommt. Ich hab schon Stuff, ja, aber halt was gar nicht. Ich hab gar nichts. Ich hab da überhaupt nichts. Nicht ein was. Cool, soll ich mir jetzt Bowling holen? Irgendwie habe ich keinen Bock auf Bowling. Auf Nintendo Bunny meinst. Mein EC checken. Check mal meine. Liquid Math, nee, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Es ist halt, oh mein Gott. Den Rocket Launch habe ich drin, die Perfect Boots, das ist halt alles noch zu verbessern gewesen. Oh mein Gott, Digga. Ja, Digga, das sind halt noch die alten Armors und alten Shit, das ist halt noch gar nichts groß aufgradiert. Nice. Ich hoffe halt nur, dass Lukas eine aktivere Welt hat. Wenn es halt bloß ein halbes Jahr Reset wäre, ist mir das scheißegal, Mann. Aber nicht diese, die ja gut, so im letzten halben Jahr hast du aber fast nichts gemacht. Du kommst mir deswegen zumindest. Deswegen meine ich ja, ein halbes Jahr her, wäre mir sowas von scheißegal. Weil da ist nicht viel passiert. Die größten Changes waren mein Kistenlager und halt das heilige Dorf und so Shit und halt auch eben der Spawn und alles, was um den Spawn mit Flo kostet. Das sind halt die größten Changes. Die sind hier noch gar nicht aktuell. Die sind noch voll weit entfernt, weil hier fehlen noch 1, 2, 3, 4 Teleports. Diese 4 Teleports waren ja erst noch aufgebraucht und dann kamen erst die Changes in den zweiten TP-Raum und erst danach wurde der zweite TP-Raum zum Haupt-TP-Raum, also dieser Bedrock-Bunker, dann erst zum Haupt-TP-Raum und dieser Quarz hier zum zweiten. Genau wie der zweite Spawn hier. Jo. Junge, das ist halt so eine scheiß Zeit hier. Das kann man nicht machen. So schön wie die Welt ist, aber das kann ich nicht machen. Den Server mache ich off. Die Welt bleibt drauf auf dem Server. Ich würde lieber sogar noch mit einer neuen. Es ist aber so eine Scheiße, Junge. Meine schöne 10 Jahre alte Welt einfach weg. Das ist ja der größte Kack. Ich könnte jetzt einfach schadenfroh sein, aber es wäre asozial. Ja, du weißt, dass du nicht richtig streamst, oder? Ich stream richtig. Man sieht nichts, ich weiß. Ich stream heute mit einem Logo. Das ist mir bewusst. Tatsächlich, zufälligerweise. Über 10 Jahre. Die Welt existiert seit 2012. Das ist. Ich weiß, du hast es mir schon mal erzählt. 2011 ist die Welt existent. Auf dem Handy. Das sind seit 12 fucking Jahre für nichts. Alles zerstört. Du hast doch eine Kopie von einem Jahr. Ja, Digga. Ich möchte aber eine aktuellere. Es ist, ja. Aber eigentlich ist nur ein Jahr schon. Ich möchte was Aktuelles. Ich habe auch so viel scheiß Arbeit in dieses automatische Justiersystem reingesteckt. Wir haben auch so viel Arbeit in den Spawn reingesteckt. Es ist einfach so viel Arbeit auch in den Wind geschossen. Es ist das, was mich am meisten aufregt, dass diese Welt so angegriffen wird. Aus dem Nichts. Ohne Grund. Ich habe kein was Böses getan. Die Welt existiert einfach und die haben einfach gedacht, Junge, ich bin jetzt durch. Kannst du mir jetzt nochmal einen Mod geben auf die jetzige Welt, damit ich da noch ein bisschen griefen kann? Was willst du?
Ich will OP haben, damit ich auf deiner Welt jetzt noch griffen kann, also auf die kaputte. Warum? Aber ich find's allgemein scheiße. Darf man jetzt nicht mehr zerstören, wenn jetzt schon alles kaputt ist? Ich brauche mein Zoo als Spiel, Leute. Da sehe ich mich. Da sehe ich mich. Außerdem werde ich immer von Lukas geärgert, wenn ich auf eurem Server bin. Deswegen kann ich da auch nicht mehr drauf spielen. Komm mal rum, da kannst du schon okay haben, weil die Welle sehen muss. Will ich aber ich komme ich auch nicht. Ich habe eh noch die Ja, ich weiß. Auf jetzt das oder das hin und her. Oh, Hype, Hype. Ich google das Spiel. Ja, die Tiere sehen etwas... Also für meine Verhältnisse, finde ich, sehen die stark nach geometrischen Formen aus. Gehen sie so ein Tier, was aussieht. Aber ich will es trotzdem spielen. Ich werde es mir trotzdem downloaden. Nur zum Testen. Ich kann die alle wieder runterlöschen später. Und ich habe eh eine Riesenspeicherkarte drauf. Arrow, cool. Ich muss mich neu connecten wahrscheinlich. Jo, jetzt bin ich wieder drauf. Ja, aber es gibt gar nicht mehr so viel. Natürlich kann ich sagen, jedes von den Super Mario und Co. war sicherlich geil. Also wenn du meinst, wenn ich langsam starte und auf den Server online kommst, dann ja. Echt? Kann ich mir das nochmal angucken? Darfst du gerne, wenn du willst. Hast du ein bisschen was so... Luca hat sogar ein bisschen was gefixt, aber. Mhm. Er meinte es mir schon, aber auf DSA. Ich versuche mal MC ein paar Sachen zu reparieren. Oh, sorry, vergessen, dass du auf Arbeit bist. Ich habe angefangen zu bauen. Bitte lassen. Ich denke gerade nach, aber es gibt kaum Möglichkeiten noch. Hilfst du uns, du kannst Xarathon anschreiben. Ob die vielleicht noch irgendwo ein Backup rumliegen haben, ein altes? Ist aber unwahrscheinlich. Ja. Ich werde es auf jeden Fall machen. Bist du schon auf? Ja. Guten Tag. Ich habe mir den kompletten Raum weggemacht. Wo weiß ich denn, zu welchem Port ich nehme? Passt, okay. Warte mal. Die funktionieren ja auch alle nicht. Das ist Spectator gehen, das siehst du ja. Also der hatte die Part of Pressure besser. Die haben halt hier Bedrock gebrochen. Hochwärts Bedrock gebrochen. Die haben sich hier durch Bedrock straight hochgegraben. Oben den gesamten. Er schreibt doch. Es ist ein Befehl. Okay. Oben haben sie ja echt alles kaputt gemacht. Ja. Die haben halt alles, der hatte halt created, der hat Bedrock etc. gebreakt. Also ich muss sagen, das ganze Quatsch, das hat er noch Luke gebaut. Das hat er noch Luke noch nachträglich gebaut, muss ich dazu sagen. Was du jetzt siehst, wenn du dich jetzt zu mir tippst, ich bin in der Hauptstadt. Oh. Aber er hat was. Aber er hat kaum was mit. Er hat kaum was mit Dingen gemacht, mit Befehlen, ne? Der hat alles weggesprengt, würde ich mal sagen. Rein TNT. Das ist halt rein TNT, das ist die ganzen TNT-Gerate aus, noch die ganzen TNT-Radien. Alles nur rein. Bei World Edit könnte man vielleicht mit viel Glück auch wegmachen. Ab und zu wieder und wieder mal, ab und zu mal wieder ein TNT, mehrere TNTs übereinander stehen. Vor allem hier hinten bei NT im Gebiet. Aber das Redstone ist geblieben. Ja. Woher hat er doch mit? Und die Stadt, aber und die Stadthalle ist geblieben, weshalb auch immer. Das Ding ist, wenn du in Creative bist, dann ist das OP. Wenn du einen Konduiten nimmst, ja. Also diesen richtigen Konduiten, diesen Unterwasser-Dingsschildblock, dann kannst du beim Anklicken durch Blöcke, zum Beispiel, wenn du sagst, du siehst TNT oder so, kannst du zum Beispiel rausfinden, ob dieser Block gebreakt oder geplaced war durch jemand anderen. Was du zum Beispiel beim existierenden TNT machen kannst, dann siehst du eben, ob das halt Bowler gemacht hat. Oder eben leer geplaced oder zerstört oder so. Meine Fresse. Vor allem, dass es immer das Traurige ist, was hat er denn davon? Ja, die haben den ganzen Leuchtturm gesprengt, die haben das ganze Gebiet. Ja, das einzige Gebäude, was steht, ist die Stadthalle. Die Moschee steht da vorne. Also die Stadthalle.
Ja, okay, das ist die Moschee, ja. Das ist die Moschee. Bau das um zur Stadthalle. Das ist das Bienenhaus und der Chaosgeist sind schon. Das sind fast so die einzigen Häuser, die noch existieren. Alles andere wurde probiert. Von Hanna steht das Gebäude wahrscheinlich schon, ne? So weit ist er nicht gekommen, oder? Du glaubst doch schon, dass das kaputt gegangen ist. In Hanna? Ja. Hat sie das Haus nicht, aber das kleine Schloss haben sie, glaube ich, auch angefangen. Okay. Das heilige Dorf haben sie angerührt, das heilige Dorf haben die auf jeden Fall angerührt, das weiß ich. Das liegt, den Baum haben sie auf jeden Fall angefasst. Die Sache ist halt, am besten wäre, wenn wir irgendwo eine Kopie haben, wo wir zusammensetzen können, mehrere. Also diese Welt mit anderen zusammensetzen können. Wo wir einen Teil der anderen Welt dann raus kopieren können, wenn du verstehst, was ich meine. Weil du hast hier ja teilweise Gebäude in anderen Regionen, die sind halt noch okay. Und hier, das Ding willst du ja eigentlich ersetzen, zum größten Teil, was hier steht. Müsste man wahrscheinlich aber auch mit mehreren Sachen machen, dass du, glaube ich nicht, dass du so viele Sachen aus einer Welt in die andere Welt kopieren kannst. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt, aber es gibt eine Funktion, da geht das. Also, Punkt, dass du daraus machst, was du willst, jetzt von mir, das ist gut, bitte. Ich versuche gerade. Ich gehe jetzt das Eisen mir klauen. aus der Eisenfarm, die hier steht. Wo null drin ist, weil er die Villager geklaut hat. Ach ja. Halb nimm's nicht so ganz so ernst. Ja. Schenk dir einfach zum Geburtstag NIT-Sicherheitsgutschein. Was hältst du von der Idee? Einweisung, wie nutze ich meine, wie baue ich eine richtige informationstechnologische Sicherung auf? Schritt 1! Regelmäßige Updates. Exarot. Aber das Tistenlager ist wirklich. Nein, Exarot und Leftover Atom ist die GmbH. Oh, du hättest dir aber jetzt noch anschauen können, was ich gemacht habe. Obwohl. Warte mal. Bin ich jetzt über dein Haus? Ja, ich bin über dein Haus. Da wird echt alles weggemacht. Auch hinten den Weg. Ja. Wo ist denn die Treppe? Wo war denn. Achso, da geht's runter. Die Treppe ist weg. Stimmt, das Kistenlager hat echt komplett zerfetzt. Alles ist durchgezogen. Aber es sieht so aus, als wird unten noch was leben, oder? Nee, die Villager sind auch tot alle, ne? Ich suche gerade deinen Folterraum. Ich suche einfach nur deinen Folterraum gerade eben. Hallo, ich suche gleich online. Ja und? Ist das schlimm? Nein, bloß. Ja. Luca hat zu mir gesagt. GmbH. Ja. Er ist da. Wo ist der Eintrag? Und jetzt Steuer. Soll ich mich jetzt einfach mal dort anrufen, Alter? Matthias Knight. Ich habe schreibst du solchen Sachen immer E-Mail. Ich brauche nicht das Impressum. Ich brauche ja Support. Oder? Du musst zum Support gehen. Ach, Digga! Warum musst du ihn kicken, Mann? Du weißt doch, dass du ein scheiß Kitty ist. Jetzt schreibt er mir wieder auf die Sie. Warum wurde ich gekickt? Hätte ich hinterkommen, Rache, Lars? Hätte ich schreiben müssen oder was hätte ich sagen sollen? Ja, hättest du. Okay, mach ich das nächste Mal, wenn ich noch mal. Kann ich mir das Gebäude gleich wieder anhören, Alter, du Wichser. Special heiße ich da immer noch. Nett. So gut. Ah, dann das GmbH, das ist eine normale. Eine Puffnummer so von Artemis GmbH. Es ist die Frage. Normalerweise haben die aber ein Support-System. Warte mal, ich guck mir mal auch an. Normalerweise haben die nämlich alle ein Support-System irgendwo. Da musst du hinschreiben. Ja, vor allem kostenpflichtige Server haben auf jeden Fall ein Support-System. Weil die dürfen das gar nicht ohne, glaube ich, lassen. Ja, Exarathon ist eine Untergesellschaft von Athenas. Athenas ist ja die große GmbH und Exarathon ist einfach die Tochterpartnergesellschaft, davon kannst du sagen. Die liegen mit unten drunter. Wir haben auch die von Athenas GmbH hier rausgeballert in Bonn mit einer Nummer als Kontaktierung. Aber wenn du auf Impressum gehst, das Impressum. Und was war jetzt ein Impressum nochmal? Impressum ist ja eigentlich auch nichts. Impressum sagt nur, wer der Eigentümer ist. Ja, muss ich eigentlich auf einer Webseite schreiben, mache ich aber nicht. Weil da meine Adresse dann stehen würde. Mit Matthias Knight, mit seinen Kontakten, mit seinen blablabla. Also Matthias mit seiner Telefonnummer und hat seinen E-Mail-Daten. Aber wenn ich jetzt. Warte mal, ich gehe mal. Google Trend, Discord. Du könntest dich aber anscheinend.
Also es gibt einen Support-Token, aber ich weiß nicht, was man mit dem Support-Token machen kann. Was ist ein Support-Token? Wenn du auf dein Profil gehst, kommst du dahin. Benutzerkonto, dann steht da dein Benutzer und deine Sprache, bla bla bla. Und dann steht Support-Token. API-Token? API-Token, ja. Support-Token. Der Support-Token mit niemandem außer der offiziellen Exaraton-Support. Also die haben irgendwo einen Support. Ich würde ihn noch ein bisschen besser verstecken an den ihrer Stelle. Wo ist der? Kann, haben die keinen Discord? Normalerweise haben die einen Discord oder irgendwas, wo man supporten kann. Sonst versuchst du mal auf den Discord und schreib bei denen mal, da die am meisten ein Ticket-Tool. Was ist ein IP-Token? Ah, hier. Ich kann Kontakte Support machen. Join den Discord-Server, also kannst du Support, create a Support-Ticket. Du kannst euch dir die E-Mails sonst schicken von denen. Ich habe E-Mail, Twitter. Ich habe die ganzen. Ich schicke dir mal eine Webseite, dann weißt du. Da ist dann alles drauf, alles von dem. Ah, ich muss lesen. Schick mir aber den Shit und sei leise, bitte mal kurz. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu, wie der kleine Hai weint. Lass mich noch zu Ende singen, ich bin noch nicht fertig mit meinem schönen Ständchen. Es gibt sogar eine Website, da kannst du ein Ticket kreieren. Okay, ja, die haben ein ganz neues Ticket. Server IP, wenn du das Hashtag Server, der Message in der Hashtag Server, der Server IP, 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 warte mal, ich werde nicht advertisen. Ja, oder? Ich will hier nur bestimmte Sachen. Ach, ich will einfach alles. Abschließend kommen. Warte, das. Supportforderung. Wir haben Supportforderung, yes, aber. The changes have occurred. How do you question this too? Alter, haben die Text-Nachrichten 4-5 Tage, 5 Tage, 6 Tage. Ich hab von Lukas eine geile Sprachnachricht, die ich gerne hören würde. Müsste ich mich aber muten. Help could be. Help could be. Leute, ich bin mal kurz weg. Hört nur noch halb. Oh, I get it. Mr. Ich hab keine Ahnung, Digga, wie ich mich irgendwie weiterhelfen kann. For real. Wäre das Leben noch viel einfacher. Scheiß auf Discord. Scheiß auf Discord, lass jetzt Minecraft spielen. Wir müssen einfach ein neues Spiel spielen. Oh Mann. Telegram, ja. Dass die keine Support-Hotline haben, das wäre noch schöner. Haben die meisten Internetanbieter nicht, tatsächlich. Weil da gehst du ein, du kannst in die Telegram-Gruppe schreiben. Ach, Digga, ich hab echt dieses Jahr. Oh, mein Kopf, ich hab echt keinen Nerv für den Chip gerade auch noch dazu. Nee, weißt du was? Weißt du was? Ich komm rein, könnte ich spielen, ich hab keine Ahnung. Oder warte mal. Es gibt überhaupt keine Nummer, von denen irgendwo verlinkt. Was ist los, Hype? Halt?
spiele jetzt Gas 2, das ist das richtige Spiel für Männer. Leute, wisst ihr, was lustig ist? Man kann jetzt auf dem Nintendo sehen, wie lange es braucht auf dem PC. Ach ja. Und deswegen, Kids, macht immer schön brav eure Backups. So wie ich. Ich mache nämlich nie meine Backups für meinen PC. Und wenn ich ihn komplett schrotte, ist alles weg. Hervorragendes Vorbild. Okay. Tipp 2 wäre dann von meiner Seite aus, schrottet einfach euren PC. Ich sehe Lukas in der Nachricht wieder mit den Eltern pillen. Welche? Von welchem Luca? Revenge und Luca, private message. Wieso? Das ist doch irrelevant. Weiß ich nicht, warum du wieder Type schreiben musst, Junge. Warum du mich extra pinnen musst im Privatchat, Alter. Blockieren. Wie ist denn gefühlt? Keine Ahnung. I love my horse hype. Das ist doch das Game, was ich spielen muss, oder? Ich hab echt nichts. I love my horse. Wie hot? Ich dachte, ich hätte noch eine verschobene Datei, aber ich hab keine mehr. Was hat eigentlich Luca schon dazu gesagt? Ja, er meinte, wir schauen, ob er noch Dateien hat, weil er hat nochmal für den Server ein paar Sachen. Ich weiß gar nicht, ob er sich in die Welt gedownloadet, ob er sich die Welt gedownloadet hat, weil er eben Plugins testen will. Ja, Plugins testen. Es könnte eventuell, ich weiß es aber nicht, die Möglichkeit bestehen, dass er sich halt wirklich die Welt gedownloadet hat. Ich frag mich gerade eben, apropos Download. Warte mal, ich kann noch mal, weißt du, was ich mich gerade frag? Ja, auf meinem Minecraft, ich wollte ja eh für dich demnächst irgendwann mal einen Account machen. Und nee, du kannst ja auf Sexaraton, gebe ich dir dann Zugriff, wenn wir wechseln. Aber ich habe mich eh gefragt, wenn ich mir dein Backup runterlade, reicht das aus, um alles wiederherzustellen? Das ist mal eine dumme Frage. Ne, die Backups sind größer, kleiner von der Form. Wenn ich mir den kompletten Server runterladen habe, sind das über 19 GB, glaube ich, mittlerweile. Stell dir vor, ich lade mich jedes Mal neu. Von was ladest du gerade? Von meinem Server. Ja. Bevor uns sowas passiert, dann werde ich von halbe umgehört. Die eine World, die ich mir gedownloadet habe. Wo ich müsste auch so gehen, wenn ich die runterlade. Also die eine World, wo ich gedownloadet habe, die Zip-Community war bei 925.000 Terabyte. Ja. Download-Speicher halt. Download-Speicher. Ja, wenn ich aber den ganzen Server runterlade, sind es jetzt 12. Backups sind maximal 7. Und ich denke, falls alles weg ist, ich will irgendwas machen. Ja, aber 7 GB sind halt weniger, als wenn ich jetzt komplett sichere, ne? Die Sache ist halt, ein Backup ist halt eine andere Größe, ne? Also ein Backup ist ein anderes Format als die Welt. Ob ich das dann einfach so hochspielen kann. Weil dann würde ich mir natürlich jede Woche ein Backup ziehen. Auf dem PC. Ja. Weil ich hab. Woche oder jedes Mal der Woche, etc. BB, im Endeffekt scheißegal, aber Hauptsache du hast was. Bei Xaraton ist es ja eigentlich einfacher, schickst du ja einfach an die Ding-Cloud, speist das da irgendwo fest ein, aber bei dir ist ja immer diese Automation drin. Ich habe ja auch sowas, Zeitplan. Ich mache zum Beispiel jedes Mal um 4 Uhr schaltet der sie aus, nein, wieder, damit der Arbeitsspeicher frei hat. Müssen wir mal gucken, was wir da machen, weil da denke ich auch, dass man da in Zukunft vielleicht doch nochmal ein paar Sicherungen mehr macht. Nur ich weiß nicht, ob man die Datei, weil wenn ich die Datei runterlade, ich krieg eine Ding-Datei. Aber ich denke, Lukas kann damit was anfangen, ne? Ja, ich krieg nämlich eine tag.gz-Datei. Ich denke aber, Lukas kann damit was anfangen, glaube ich. Ich habe aber auch keine weiteren Backups, ne? Es ist halt wirklich so, ich habe keine weiteren Backups, was zu tippen. 13.11.2022. Das war, glaube ich, sogar die Zeit, wo ich das von Artanos auf Exarato geswitcht habe, damit ich alles täuscht. Mach mir jetzt auch. War ich am Ende des Monats, weil es spielt keiner mehr. Wirklich aktiv. Da liegt noch eine 11.11. drin, die 13.11. Das sind die einzigen letzten Bilder, die ich hatte. Hey, ich krieg morgen wieder Geld ausgezahlt. Wahrscheinlich einmal Geld schon bekommen.
Ja, als Influencer wird man erst später bezahlt. Das ist halt der Influencer-Lifestyle. Na, du wirst ja erst bezahlt für das, was du geleistet hast. Ist ja nachvollziehbar bei solchen Sachen, finde ich. Kann ich den Newsletter auch abbestellen? Unsubscribe. Ich habe so viele Newsletter anscheinend abonniert, anscheinend lautgeblich auf meinem Haupt-E-Mail-Account. Und ich habe keinen Bock darauf. Aber Lukas ist auch online. Ja, aber der ist, glaube ich, im Urlaub und kann gar nicht mal an seinen festen PC ran. Zumindest das hat. Das PC, weil der Handy hätte ein Handy. Ja. Ich weiß ja nicht, ob er einen Laptop hat. I don't know, man. I really don't know this shit. Deswegen meine ich halt. Naja, nur können wir den Respawn oder gemeint. Das war eine irgendwelche Tumor. Ach ja. Cool, das ist noch nicht mal ein Spiel, glaube ich, drüben. Warteschlange, 3,5 Gigabyte Zielkarten auf mein Nintendo. Ja. Das habe ich mich mal gefragt. Warte mal, ich habe doch noch ein DS Lite, das wollte ich immer mal ausprobieren. Ich weiß gar nicht, ob man Mario Kart darauf spielen kann. Ich glaube schon. Mario Kart 7 kann man, glaube ich, darauf spielen. Muss ich mal ausprobieren. Ich hasse das, nur das Ding fällt nämlich halb auseinander. Und der Bildschirm ist nicht mehr der beste. Und es ist rot. Kennst du noch, wo der immer rot geworden ist? Es könnte sogar noch funktionieren. Suche Software zum Downloaden. Aber das Ding ist so klapprig. Aber das hat noch einen Slot für Gameboy-Spiele, Leute. Ja, Lukas musste am Wochenende subben, weil ich gewonnen habe mit halb in der Runde Among Us. Aber auch nur, du hattest den Apostel-Glitch, ne? Am Ende. Was hatte ich Glitch? Den Apostel, Apostel, warst ja immer. Du warst ja immer Verräter. Letzten 5-6 Runde. Das war wahrscheinlich der Glitch drin. Der und die eine haben wir gemeinsam gewonnen. Besser, keiner hat gewonnen. Weil die gehen immer alle auf die kleinen Dicken, was erstmal asozial ist. Das will ich an der Stelle nochmal dazu sagen. Und ja. Ist es? Ist gut, was das für ein Business ist. Eurosport kann ich machen. Ja, das existiert doch. Okay. I love my dogs. Oh. Oh, das existiert. Au. Noch. So, jetzt bin ich so gut wie ja. Durch. Ja, Digga, ja, Erinnerungen. Ja. Mhm. Ja, genau. Okay. Lucky Luke und the Daltons. Dazu gab es ein Spiel auf dem Nintendo. Auf jeden Fall, halt, du kriegst Zugang und auch Lukas soll zum neuen Server Zugang bekommen, wenn alles gut geht. Das ist ja kein großes Ding, dann mehr Freigaben zu machen. Jetzt müsstest du dir halt wieder ein neues. Ich glaube, das hole ich mir noch, das Spiel. Das sieht geil aus. Is on. Matt is on. What's this on? Pedro is on. Lucas on. Lily is to go on. Patrick ist nicht online. Der fährt nur mit seinem Trecker. Nick ist nicht online. Nick vermisse ich auch gerade mit dabei. Fabi ist nicht online. Halb für eine gute Ente. Digga, das ist mit der Wahl. Ich habe jetzt alle Spiele durchgeschaut. Es gibt angeblich 1181 Nintendo-Spiele. Wenn ich jetzt damals überlege, weil wir waren nur zu viert oder zu fünf manchmal in Talks gechillt. Ja, das war die Zeit, aber noch, das war noch die Zeit, wo wir Zeit hatten, halt. Das ändert sich ja jetzt Zeit, alles. Das war die Zeit, wo ich noch in der Berufsschule war, Junge. Da habe ich gerade erst meine Ausbildung angefangen. Das ist nicht ganz fair.
Ja, da hattest du aber noch Zeit für solche Sachen. Du weißt ganz genau, wie ich das meine. Heute musst du arbeiten gehen und dann. Jetzt kam Ente meinte, ja, Abi und shit und hier die Schule weitermachen ist nicht mehr on. Leni ist nicht mehr on, weil die mit ihren Freunden lieber saufen geht. Arbeiten. Ja, Nick ist eine Arsch lange Zeit nicht mehr on, wir wissen keinen Sau, weiß, was von ihm geht. Merk ist immer nie aktiv, weil auch kein anderer Mensch mehr aktiv ist. Es ist halt so viele Leute drin, dass die. Sebastian Bastel, ein richtig aktiver Spieler gewesen. Bei war das auch mit dabei, Schwitzel-TV, Junge, mit da richtig dabei gewesen. Da waren auch Leute, die aktiv geil gezockt haben. Ich weiß, war bei mir auch so damals. Nick, ich habe mit Freunden viel gespielt, Nick aber. Nick war ein richtiger MC-Ler. Das hat einfach mit Luca viel zusammengezockt. Mert und Luca, siehst du, allein haben Bilder. Flo, mein Edwin, der hat den Spawn mitgemacht. Der hat die ganzen Villager gemacht. Luca hat programmiert. Lenny hat einfach nur den ganzen Server unterhalten im Endeffekt. Der hat immer ihren Server unterhalten. Der war der Klassenclown. Der war der Klassenclown. Sie hat einfach Leute gepackt, hat mit denen irgendwelche random Häuser gebaut oder Häuser renoviert sogar. Die hat Häuser renoviert, Junge. Einfach alte Häuser, wo nicht mehr bewohnt waren, renoviert. Dass du einfach was zu tun hattest. Sie hat Leute unterhalten, Mann. Und das ist jetzt so halt. Ich mir jetzt gerade überlegt, dass halt auch diese. Also, mich hittet halt das alles. Ist mir logisch, dass du sagst, es hat halt einfach so. Wir haben Real Life jetzt. Ja, wir werden alle Eltern haben jetzt ein Real Life. Irgendwann ist es mal vorbei gewesen, jeder hat sein eigenes Leben. Aber. Das hallo, dafür bin ich gekommen! Hallo! Ja, ich noch ein meisten Video, das ist halt immer noch diese 10 Jahre Welt, wenn die jetzt einfach weg ist. Mein ganzes Haus weg. Also mein ganzes Haus ist weg. Mein ganzes MC-Haus, Junge. Wie lange ich hier in diesem Haus gelebt habe, Junge. Das ist das erste und das letzte Haus, was ich gebaut habe. Erstmal auf Laptop. Ja, war mir fast klar, da kann er nicht programmieren, oder? Obwohl, da hat er halt keine Daten, wahrscheinlich auch keine Daten drauf. Jetzt muss ich mal kurz was nachgucken. Aber ich weiß, was du meinst, ich habe dasselbe. Du hast ja Nadine kennengelernt. Und dazu gibt es noch einen gewissen Cody, der, ja... Wir wissen, was wir von dem halten. Mhm. Mit denen habe ich während meiner Realschulzeit viel gezockt, aber seit der Berufsschule ist das Ganze raus und Minecraft ist ja auch immer weiter nicht mehr im Fokus gewesen. In den letzten Jahren. Minecraft-Fokus zu halten, wie zum Beispiel Basti oder so. Oder Minecraft bleibt immer ein Spiel, was immer da ist, aber manchmal ist es halt mehr wert und manchmal ist es weniger wert, sozusagen. Aber auch, du musst überlegen, diesen Fokus für sich persönlich dauerhaft auf Minecraft zu lassen und nicht mal eine Minecraft-Pause zu machen. Das beizuhalten, ist krass, wie es Basti schafft. Basti streamt jeden Tag Minecraft. Wird nie davon irgendwie langweilig. Oder kriegt nie Langeweile. Also fast genau wie ich. Ich zocke auch jeden Tag MC. Wenn ich Basti ist aber im Vergleich zu dir wahrscheinlich. Aber ich glaube, Basti ist in ein paar Servern sogar im Ranglistenbester Bad Wars oder sowas. Heißt der überall. Ja, logisch. Der hat die Erfahrung und der hat den Skill. Aber du musst überlegen, ich meine, im Endeffekt. Und er wird dafür bezahlt. Digga, Lars, bitte jetzt mal über Real Serious, Digga. Wenn ich mal hier eine normale Konversation mit dir führen will, Alter, was ist mit dir? Ich bin high. Du musst dir überlegen. Egal, ob Basti oder halt. Es gibt manche YouTuber, die zocken jeden Tag. Das ist ja. Das musst du echt mal durchhalten, dass du Minecraft jeden Tag für dich sagst, ich hocke mich jetzt am PC und zocke Minecraft. Du hast wahrscheinlich, Basti selbst wahrscheinlich, so viele Generationen an Games, an Battlefield und whatever, keine Ahnung, was Basti vielleicht alles haben könnte, von dem es du nicht weißt, aber jetzt zockt nur Minecraft. Ja, aber macht ja viel mit Mods, da kannst du fast jedes Spiel ja mittlerweile in Ding nachbauen, mehr oder weniger. Es gibt Battlefield-Modus, kannst du machen mit Mods, kannst ja alles machen mit Mods. Basti studiert, glaube ich, aber immer noch. Nebenbei, glaube ich. Deswegen ist, glaube ich, will er auch unbekannt bleiben vom Gesicht her. Ja. Yeah. Weil er will halt noch ein Privatleben. Identität eigentlich geheim halten. Das ist schon. Das Respekt sollte so eigentlich bei jedem normalen Streamer respektieren. Respekt, wenn sie es nicht machen. Wenn die sagen, sie möchten ihr Gesicht zeigen als Streamer. Aber man müsste es auch respektieren, wenn sie sagen, ja, ich möchte einfach die Identität. Ja, ich bin ja auch einer von denen, du genauso. Ist auch besser so. Manche Sachen. Ja trotzdem. Ich meine, Basti kennt ja Stegi und sowas zum Beispiel persönlich mit dem Gesicht, aber halt auch nur persönlich. Papa Platte kennt den auch persönlich. Ja, logisch.
Den Group finden persönlich, aber halt mehr nicht, weißt du? Ist ja komplett in Ordnung. Und, mein, gefährlich wäre ja, wenn du sagst, du Papa Platte und so mit Stege und Basti unterwegs, und dann kannst du sehen, du siehst Papa Platte mit zwei Leuten. Hm, kannst du dir schon wieder ein wenig zusammenreiben, vielleicht, wer was ist, weißt du? Ja, aber die gehen ja nicht raus zusammen. Das ist ja das Ding, die gehen ja nicht raus zusammen. In der Kombi gehen die niemals raus. Also, wenn man schon weiß, ach, die treffen sich da und da, und das wissen, weiß sicherlich der ein oder andere, weil irgendeiner twittert's oder schreibt's auf Instagram, dann gehen die nicht raus. Weil die sowieso, glaube ich, auch gemeinsam ist geheim. Ich glaube, ich immer auf Instagram, das ist verlinkt dann zu Chat. Wollte ich schreiben. Wenn die Besser treffen sich, dann kann es ja auch wieder sein, dass vielleicht einer wirklich so paranoid wahnsinnig ist und den nachläuft oder so, schauen auf die Treffpunkte. Oder vielleicht sogar herausfinden, wo Basti und Stegi wohnen. Das ist schön, weißt du? Ich glaube, die wissen sogar teilweise, wo Basti und Stegi wohnen, zumindest die Ortschaft. Aber aus einer Ortschaft halt herausgefunden, wo wer wohnt, ist dann halt schon mal eine andere Hausnummer. Ja, der Punkt ist so auf jeden Fall, du kannst nicht verkosten. Der hat dann auch eher im Urlaub, wenn er hat dann nur einen Laptop. Weil ich gefragt habe, ob man 12. August auf Birthday vorbeikommen kann, weil Lars kommt wahrscheinlich auch, weil der so ein Binder noch im Urlaub. Superman, Alter. Der Typ ist gefühlt 3-4 Wochen noch im Urlaub, ey. Soll ich ihm erstmal eigentlich einen Strafpunkt eintragen? Der hat sich nicht abgemeldet. Soll ich ihm das mal. Soll ich ihm das mal sagen? Auf Ort, er hat sich nicht abgemeldet. Oh, Digga, chill, was mir gerade kommt. Ich muss mich auch abmelden im Teampanel. Ich will mich auch gerade noch. Da habe ich nicht noch die App. Das kann man nicht sehen. Die machen jetzt eine Handy-App. Ich komme mal. Gibt's. Nee, aber für PC. Die gibt's doch Same. Nein, gibt's keine App. Nein, okay. Aber was ich machen kann, ich kann das. Ich werde mir hier schnell eine Verknüpfung die URL. Ha. Ich habe mal geschrieben, abmelden Team, im Teampanel Fragezeichen. Mal gucken, was er darauf antwortet. Falls jemand darauf antwortet. Julian hat schon wieder Strafpunkte kassiert. Julian ist jetzt schon irgendwie bei Strafpunkte 60 angekommen. Ja, okay, ich hab jetzt auf hier auf dem PC. Passt. So, jetzt ein Hi. Abmelden. Wochenende bist du wahrscheinlich auch wieder weg, ne? Ja, genau. Fünfte. Ja, so, der fünfte. Nein, halt, das ist ja. Ab, du hast Urlaub! Schon, oder ab nächster Woche? Nein, ich hab keine Ahnung. Ab übernächster dann, oder wann war das? Nee, Digga. Es ist, ab 21. August. Das ist noch 1, 2, 3 Wochen hin. Da also, muss ich ja dann fast schon wieder arbeiten. Also es ist 1, 2 Wochen und dann ist die 21. Dann habe ich Urlaub bis zum 4. Ab 21. habe ich nochmal 3 Wochen Urlaub. Ich muss ja am 1. wieder arbeiten, was soll denn das? So ein Scheiß, ich habe gar keinen Bock, ich sag's ja so, wie es ist. Obwohl es was anderes im Leben. Ich gebe jetzt mal noch eine schöne Begründung dazu, Digga. Da schreib irgendwas rein. Ich wollte ja von jemandem was auch reinschreibt direkt. Das ist halt nur cool, wenn jeder sich abmeldet, mehr oder weniger, dass man dann Bescheid weiß, wie weit Leute erreichbar sind. Erreichbar bin ich so oder so, aber nicht aktiv erreichbar. Aber es ist alles nicht circa. Ich gehe auf, Alter. Wenn ich jetzt dich aber fragen würde, komm doch mal kurz auf Minecraft zu, weil ich brauche deine Hilfe, könntest du halt zu dem Zeitpunkt nicht wirklich. Aha. Nö, dann nicht, weil ich drüber. Schon wieder in Erlangen, mein Gott. Der ist immer nur in Erlangen, der Junge. Ja, okay. Naja, gut, Digga, Lars, ich sag jetzt auf jeden Fall gut. Ja, ja. Schlaf gut. Und hört sich morgen mal wieder, Junge. Ich bin ja, ja. Ciao, ciao. Tschüss. Ich sag dann auch mal Tschüss, Chat. Leute, wir haben heute nichts sehr Produktives gemacht. Morgen machen wir auf jeden Fall einen Reaktionsstream, weil ich heute nicht dazu gekommen bin. Wie immer, mein Internet ist schlapp wie sonst was. Keine Ahnung weshalb. Ist immer gut, wenn es sowas ist. Und ja, Leute. Ich hoffe, euch hat trotzdem der Stream gefallen. Ist halt mal anders. Hype ist halt auch am Arsch, mehr oder weniger, der Server vom Hype. Weil halt hier grieft worden ist. Und ja, Leute. Er muss schon das Beste draus machen mit seinem Team. Ist ja nicht zum Team. Übrigens, ich finde die Apps super. Mir wird gerade wieder vorgeschlagen, trag mich doch sehr ein. Leute, ich kann euch nicht eintragen, mein Kruzifix. Ich bin der Einzige, der nichts machen kann.
Ich kann euch den wegnehmen. Ich glaube, ich kann den nicht genehmigen. Das kann ich machen. Das passt dann aber auch schon. Ich kann euch den entziehen, das Monster, was ich machen kann. Ich glaube, ich kann ihn löschen. Ach ja. Aber auf jeden Fall, Leute, das war's dann heute damit. Ich wünsche euch noch einen Restabend und tschüss.